Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier den Produktionskette und zwar den Kompost Master. So sieht er aus hier. Wir gucken uns jetzt mal kurz noch gemeinsam an. Zum einen könnt ihr hier die ganzen Sachen reinschmeißen, hier hochfahren, hier auskippen. Es kommt hier leider keine Veränderung. Es bleibt einfach so dunkel. Verwaltung von dem ganzen Teil könnt ihr hier hingehen und dann könnt ihr hier R drücken und dann kommt ihr auch schon ins Menü. Oder geht einfach hier ins Menü und geht hier unten auf die Produktionsketten. Dann funktioniert das auch sehr gut. So, was allerdings gleich am Anfang sagen muss, es gibt keinen Ton. Na, man kennt ja diesen Komposter so ähnlich von manchen Karten. Na, so ähnlich aufgebaut. Und wie gesagt, ihr schmeißt jetzt hier die ganzen Güter rein. Was ihr dann immer noch braucht, dass es funktioniert, ist Diesel. Diesel kommt hier rein, auf dieser Fläche hier. Und da hinten kommt dann Kompost wieder raus. Mit dem Kompost könnt ihr dann auch düngen. Ich zeige euch mal kurz mit dem Weg in den Maschinen. Miststreuer, da wird der Kompost mit eingebaut. Diese ganzen Standardsachen hier werden auf jeden Fall übernommen. Bis auf eine einzige Maschine hier hinten. Diese Maschine hier wird nicht mit eingebunden hier. Ne? Und hier aber die hintere dann da wieder. Also die ganzen, bis auf einen Miststreuer wird überall der Kompost mit eingebunden. Verkaufspreis ist etwas, etwas gering. Ne? Es ist nicht so ganz viel, was er dafür bekommt. Ich zeige es euch mal hier, Kompost ganz unten bei mir, 90 Euro pro 1000 Liter, das ist also praktisch nicht wirklich viel. So, gehen wir mal zurück ins Produktionsmenü, da sind wir jetzt wieder falsch, genau, so hier. Also ihr könnt reinschmeißen, Stroh, Gras, Heu, Häckselgut und Mischt. Müsst ihr es hier dann aktivieren, was ihr halt gerade reinschmeißen wollt und dann könnt ihr praktisch hier auch schon loslegen. Das Einzige, was jetzt bei mir hier gerade fällt, ist Diesel, um euch das zu zeigen. Wie gesagt, 1000 Liter Häckselgut plus 50 Liter Sprit ergeben 1000 Liter Kompost hier zum Beispiel. Na, ihr seht es hier, das ändert sich auch nicht bei allen hier. Das bleibt alles genauso, je nachdem ist genau alles gleich. Passen tut hier einiges rein. Wir haben jetzt hier 12.500 Liter drin. Ihr seid ganz vorne, also da passt deutlich mehr rein in die Kiste hier. Und Mod ist übrigens Version 1.0 und Größe 40 Megabyte. Gut, würde ich sagen, das ist das. Die ganzen Sachen sind jetzt aktiv. Ich würde sagen, wir kippen jetzt mal kurz hier noch. Ich habe hier Mischt noch genommen. Ist zwar ein bisschen, komisch hier, dass ich jetzt Mischt reinkippe. Aber wir machen jetzt einfach mal. Achso, müssen den Motor wieder starten. Vergesse ich halt auch immer. Na, hier reinschmeißen, aber hier ändert sich wie gesagt nichts. Keine Plane oder so, wie er hochkommt. Dass man hier sieht, dass das Ding schon ein bisschen voll ist. Von dem her, schade, schade. Dann nehmen wir hier den nächsten, und zwar hier den Benzin, den Diesel meine ich. Einfach hier reinfahren, R drücken und dann kippt er schon über. Na, ihr seht es gleich im Menü wieder, ich gehe kurz rein. Ihr seht hier Diesel, geht hier langsam nach oben. Maschine läuft auch schon wieder. Das Einzige, was ist hier fällt, noch Häckselgut. Ihr könnt eins von denen reinschmeißen und müsst halt draufklicken und dann hier bei aktivieren. Und dann nimmt ihr halt hier die Materialien, so wie ihr es halt gerade braucht. Ne? Also ihr könnt auch bloß eins reinschmeißen, funktioniert genauso. So, Maschine läuft hier. Und wie gesagt, allerdings hier an der Maschine selber tut sich gar nichts. Ne? Kein Ton, nichts, gar nichts. So, und hier kommt es dann wieder raus. Man sieht es hier allerdings erst, wenn man mit dem Wagen drunter fällt und dann drunter fährt. Und dann R drückt, dann könnt ihr hier sehen, kommt der Kompost hier wieder raus. Dann könnt ihr hier eure Wagen oder Streuer hier aktivieren. Und je nachdem, wie viel jetzt halt produziert wird, dann gucke ich wieder drauf, kommt wieder ein bisschen was. Ja, es geht dann schon vorwärts hier. Genau. Ja, viel mehr kann man nicht sagen. Hier ist er jetzt selber. Hat auch keine Fehler, der gute Kompost. Herstellungsproduktion. Ne? Passiert also nichts, was Fehler hat. Und ja, dann würde ich sagen,
Kann man machen, muss man nicht, ist halt relativ groß. Die Produktion zu finden ist auch recht einfach. Ihr geht einfach auf P, geht hier unten auf die drei Strichle, geht hier auf Bauen und dann geht ihr hier bei Produktion und guckt einfach hier hinten. Das ist es. Ja. Das hält auch nochmal was rein, was man reinschmeißen kann. Und das Teil ist halt schon recht groß hier. Ihr seht es hier. Ja. Hier sind die Maschinen. Also ist nicht so ganz klein. Braucht ihr schon ein bisschen Platz auf der Karte. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.